Wir werden den Endkunden nie direkt selber angehen. Wir werden nie ein direktes Endkundengeschäft haben, sondern immer nur über Partner. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen zur 275. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast, ein Jubiläum, und ich bin nicht alleine, aber keiner aus dem Team ist dabei, aber jemand, den ich mindestens genauso lange kenne wie jemanden aus dem Team, der liebe Jörg ist da. Hallo Jörg. Hallo André, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Im Jubiläumspodcast. Jörg, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, hallo alle zusammen. Jörg Hohwein ist mein Name. Ich bin Chief Product Officer bei der Solaris Bank. Seit nunmehr 4 Jahren oder in Andres Zeitrechnung seit Podcast Nummer 50 bin ich bei der Solaris Bank und kümmere mich da um die Produktstrategie aller unserer Produkte, unserer schönen Banking-Service-Plattform. Damals hatten wir, glaube ich, noch keine Sponsoren. Mittlerweile haben wir die. Und wir haben einen Sponsor, den, glaube ich, mittlerweile irgendwie fast alle kennen. Ich komme ja über die Tech-Bikers hin und wieder in solche Trikot-Ausstattungsmomente. Und einer davon ist auch immer Wirecard gewesen. Und kürzlich fuhr ich auch mit einem Wirecard-Trikot durch die Gegend beim Fahrradfahren und wurde auch 3-mal angesprochen, ob ich denn Aktien hätte. Also Wirecard, einer der Sponsoren. Danke an die Kolleginnen und Kollegen in Aschheim, wo es aber echt weiterhin hoch hergeht. Und dennoch sind sie halt weiterhin Sponsor momentan hier in der Lage. Deshalb vielen Dank dafür. Und ein neuer Sponsor, ein anderer Sponsor. Erik war kürzlich auch mal hier im Podcast. Erik von Scalable. Scalable ist neuer Sponsor im Podcast. Und vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen auch nach München. Nicht nach Aschheim, sondern nach München von Scalable. Die habt ihr nicht unter Vertrag, ne? Nee, Scalable haben wir nicht. War ja auch schon relativ groß, als wir noch sehr klein waren, würde ich mal sagen. Da gibt es so ein, zwei, die sozusagen auch, also frühe Fintechs, da wo ich ja Scalable auch zuzählen würde, die sozusagen ja schon größer waren als wir am Anfang. Und inzwischen, glaube ich, kann man sagen, dass wir doch die meisten kennen, die sich da draußen im Fintech, aber auch weit darüber hinaus Bereich tummeln. Ja, die waren zu früh, die Scalables. Jörg, lass uns ein bisschen über euch sprechen. Also ihr habt ja einfach auch eine geile Story hinter euch. Du hast gesagt, du bist seit 5 Jahren dabei. Wie lange gibt es die Solaris? Ja, vier Jahre, ein bisschen mehr als 4 Jahre, sind es April 16. Im März 16 wurde die Lizenz erteilt. Im Sommer 15 ist bei Finleap die Idee geboren worden, eine eigene Bank zu bauen, die sich mit dem Thema Banking as a Service beschäftigt. Und das ist dann relativ schnell gegangen. Damals Gründungsvorstände Andres Bittner, Marco Ventin, die dann ja März 2016 eben die Lizenz bekommen haben. Ich bin im April als Mitarbeiter Nummer 20 dazugestoßen. Und seitdem hat sich eine Menge verändert und heute sind wir 310 Leute. Und die beiden Vorstände nicht mehr dabei, ne? Andreas ist auch gerade. Genau, beide nicht mehr dabei, was dafür sozusagen inzwischen ein super Team aus 9 Leuten, wie das oft so ist in der Entwicklung einer Firma, ändert sich was. Beide auch bald oder schon in spannenden neuen Positionen. Marco wissen wir alle schon, bei Penta als CEO, auch einem unserer großen Partner von der Toll, dass wir da weiterhin auch engen Kontakt haben. Und ja, die beiden haben einiges Gutes geleistet. Absolut, ja. Also beide einfach echt sich auch nicht, ja, sie haben sich irgendwie nicht unterkriegen lassen, auch in der Anfangsphase, ne? Haben einfach echt genau das durchgezogen, was da das Ziel war, ne? Marco eher im Vordergrund, Andreas eher so ein bisschen im Hintergrund, ne? Aber Andreas kenne ich ja auch relativ gut so aus den Fintech-Grad-Gesprächen. Andreas ist ja echt immer ein super Gesprächspartner. Also. Aber ich habe noch nicht gehört, was er jetzt tut, aber werden wir bestimmt demnächst irgendwann dann mal hören. Ne? Ihm wird mit Sicherheit auch nicht langweilig. Sag mal, ihr habt aber jetzt gerade auch, also hast du ja gerade gesagt, wie lange ihr jetzt unterwegs seid und immer wieder auch gute Investments machen können und gute Partner reingeholt. Also auf der einen Seite strategische Partner, auf der anderen Seite auch andere Investoren, und ihr habt jetzt letzte Woche, glaube ich, war es, ne? Nochmal erneut eine Runde announcen können. Genau. Wo auch der eine oder andere, glaube ich, wirklich überrascht war, ob der Partner, die ihr jetzt reingeholt habt, also nicht Corona-like nur mit Bestandsinvestoren, sondern auch neue Investoren dazu bekommen, ne? Ja. Genau, das ist natürlich wie immer mit einem gewissen Vorlauf alles geplant gewesen. Und als wir dann zum Jahresanfang angefangen haben, uns mit dem Thema Runde zu beschäftigen, kam dann Corona. Also, kurzfristig dachten wir ein bisschen dazwischen, aber im Nachhinein muss man sagen, war das alles gar nicht so schlimm für uns. Wir haben die Runde, glaube ich, sehr erfolgreich abgeschlossen, sogar
mehr Geld einsam eingesammelt, als wir ursprünglich haben wollten. Wir hätten auch noch mehr kriegen können, das wollten wir dann gar nicht oder wollten unsere Bestandsinvestoren auch nicht, weil man natürlich nicht keine zu starke Verbesserung erzeugen möchte. Aber letztendlich haben wir mit 60 Millionen Euro unsere Series C sehr erfolgreich. Und dabei kommt ja ungefähr die Hälfte von den Bestandsinvestoren, was ein super Zeichen ist, dass sie weiter an uns glauben. Ja, Veo Capital aus München dabei der größte, aber auch ein paar super tolle Namen als neue Investoren. Holzbrink Ventures ist in den Lead gegangen und dann Vulcan Capital aus Kalifornien, aus Seattle, sorry, aus Washington, Samsung Catalyst Fund und Storm Ventures. Super Runde, ein bisschen weniger strategisch, mehr wieder Venture geprägt. Wir hatten ja in den bisherigen Runden einige Strategen mit BBVA und ABN AMRO und auch Visa etc. Jetzt wieder mehr Venture Capital. Aber das ist, glaube ich, echt ein gutes Zeichen, wenn man darüber nachdenkt. Wir sind ja jetzt nicht so der deutsche Startups-Podcast, aber trotzdem, und Jochen fehlt mir natürlich für diese Analysen auch gerade so ein bisschen, aber glaube ich wirklich ein gutes Zeichen, weil du hast ja sonst oft dieses Signal, wenn dann Strategen reinkommen, dass man sagt, okay, das Wachstumsthema ist zwar weiterhin da, aber halt eher aus der strategischen Ecke und weniger das typische VC-Geschäft oder das typische VC-Business, dass da der eine oder andere vielleicht dann doch nicht an den Hockeystick glaubt, wie er dann teilweise in den ersten Unterlagen irgendwie mal gezeigt wurde. Aber dass jetzt wieder genau die VCs reingekommen sind und gerade mit Holzbrink, kann man ja auch sagen, einfach echt einer der renommiertesten europäischen, eigentlich weltweiten Investoren, zwar in Deutschland beheimatet, ist ja echt ein super Zeichen. Also congrats dazu, ist echt toll, ne? Ja, besten Dank und glaube ich, kann man direkt weitergeben an unseren CEO Roland Volz, der das mit dem Strategy Team Investor Relations bei uns echt hervorragend gemanagt hat und auch uns anderen im Extended Management Board ermöglicht hat, dass wir doch im Wesentlichen unseren Job weitermachen konnten, weil das weißt du ja, Andrea, dass das immer eine ganze Menge Arbeit ist, so eine Funding-Runde. In diesem Fall vielleicht kann man von Glück sagen, dass wir nicht überall hinfliegen konnten, sondern vieles eben per Video gemacht haben, sonst hast du noch die ganzen Reiserei. Wenn du dann Investoren aus der ganzen Welt zusammensammelst, dann bist du im Zweifel eben über Tage und Wochen unterwegs, um dich da vor Ort vorzustellen. Das haben wir jetzt alles doch erstaunlich gut über Zoom machen können. Ich habe also hier viele Kammern zu Hause gesessen und mit den Investoren dieser Welt gesprochen. Das war auch immer extrem spannend und genau, Roland und Team haben das hervorragend gemanagt und ja genau, der Rest, also Product und Tech und Commercial Organisation und auch Operations, wir konnten im Wesentlichen unseren Tagesjob machen, der durchaus auch zeitfüllend ist. Also deshalb kannst du eigentlich sagen, dass Fundraising in Corona-Zeiten gar nicht so schlecht war, ja? Also möglich, das habt ihr ja gezeigt und auch effektiver möglicherweise als das sonstige durch die Gegend fliegen, was du gerade schon angedeutet hast. Genau, ne? Also effizient war es auf jeden Fall und wir haben eine ganze Menge CO2 gespart. Das ist gut. Kommen wir fast schon zu euren Kunden gleich, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Sag mal, wenn du über die Solaris Bank sprichst oder wenn du über die Solaris Bank nachdenkst und beschreiben würdest, was ihr tut und was ihr macht, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, was macht ihr in einem Satz? Banking as a Service. Wir ermöglichen Unternehmen, die keine Banken sind, Bankdienstleistungen anzubieten an ihre Kunden. Das ist alles, und da muss man jetzt vielleicht so drei Schritte ausholen. Ich meine, ich habe ja inzwischen oft versucht, Leuten, die sich in der Branche auskennen oder nicht auskennen, zu erklären, was wir eigentlich machen. Und es ist schon so, dass es eine gewisse Abstraktion-Layer ist, was wer sich so gar nicht auskennt mit Banking und Fintech und so weiter, der braucht doch mehrere Anläufe, um es zu verstehen. Der hört uns auch nicht. Aber der hört uns auch nicht, genau. Von daher kann ich mal hier sagen, wir sind in der richtigen Zielgruppe, die wissen das alle. Und ich glaube, inzwischen muss man es auch gar nicht mehr so viel erklären. Wir sind dann doch relativ bekannt und nun gibt es ja auch ein, zwei andere inzwischen, die das machen. Aber genau, wir ermöglichen jedem, der keine Bank ist, Bankprodukte anzubieten. Und das folgt darauf, dass wir daran glauben, dass Contextual Banking die Zukunft ist. Ja, in der Vergangenheit, ich erinnere mich noch zurück an meine Banklehre, Deutsche Bank, by the way, André, im Jahr 1999 war das. kennst du, genau. Da war Universalbanktum, sogar Allfinanz, das Wort der Zeit. Daran glaubten die Banken noch, dass der Kunde alles aus einer Hand kauft. Inzwischen wissen wir und vielleicht heute wissen wir noch mehr als vor 4 Jahren, dass es definitiv so ist, dass das Kontextuelle immer relevanter wird. Der Kunde will auch die Bankdienstleistung in dem Kontext einer sonstigen Lebens- oder sozusagen Umstände, die er gerade erfüllt, machen. Und das ermöglichen wir eben, indem wir Unternehmen, die Kunden haben, in welchem Bereich auch immer, Bankprodukte mit dazu zu verkaufen. Okay. Und siehst du euch eher als Infrastruktur oder siehst du euch eher so als Produkt? Infrastruktur. Unsere Partner, so nennen wir unsere Kunden, unsere Geschäftspartner, also die am Ende den Endkunden haben, die machen das Produkt raus. Die Banking as a Service ist am Ende Commodity, weil jetzt aus einer High-Level-Perspektive bieten wir ja ganz wenige Produkte.
Konten, Karten, Zahlungsverkehr, KYC-Prozesse, Kredite. Das sind die Basisbankprodukte. Das Besondere daraus machen unsere Partner. Insofern sind wir sehr stark Infrastruktur, sogar Commodity-Infrastruktur, wo es nur darum geht, unseren Partnern diese Leistungen möglichst perfekt, möglichst zu einem guten Preis zur Verfügung zu stellen, damit die dann drumherum Dinge bauen können, die für den Endkunden das kontextuelle Erlebnis möglich machen. Tut das jemanden, der für das Produkt verantwortlich ist, weh zu sagen, ich bin Commodity-Infrastruktur? Das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, als ich angefangen habe, dieses Wort zu verwenden, aber nee, überhaupt nicht, weil es gibt auch als Produktverantwortlicher für so ein Thema so viele Dinge zu lösen und zu optimieren und besser zu machen. Und am Ende dürfen wir natürlich auch unsere Endkunden nicht vergessen, weil die Prozesse, die wir über unsere APIs ermöglichen, wir können unsere Partner auch anreichern, aber bestimmte Dinge werden am Ende auch durchgereicht. Jetzt mal ein Beispiel KYC-Prozess, ein Business-KYC-Prozess. Hätten wir uns nicht extrem viele Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Prozess für den Endkunden effizient macht, hätten wir auch die APIs nicht so gebaut, dass sie für den Endkunden effizient sein können. Und so haben wir es geschafft, dass der Endkunde am Ende mit der Angabe von sehr, sehr wenigen Daten einen sehr, sehr effizienten Business-KYC-Prozess durchleben darf. Das ist aber die Tech-Company-Kompetenz, die wir damit reingebracht haben, weniger das Banker sein. Und damit haben wir auch oft genug den Endkunden oder eigentlich immer den Endkunden auch im Fokus, wenn wir über APIs nachdenken. Weil, das wollte ich gerade sagen. Sag du. Frontends machen wir, das ist auch immer wieder wichtig. Ne? Wir machen wirklich nur APIs. Wir machen keinerlei Frontends, außer intern so ein bisschen sozusagen für unsere Operations-Kollegen mehr oder weniger. Aber nach außen gibt es nur APIs und aber auch die folgen natürlich vielen Prinzipien außer Endkundenperspektive. Schon lustig, ne? Dass eine API mittlerweile auch ein Design Principle hat, ne? Also es ist ja irgendwie schon, also allein das, der Begriff irgendwie auf eine API anzuwenden, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie vor 5 Jahren auch nicht vorstellen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir auch viel gelernt, ja, das muss man auch sagen. Ich meine, die erste, sozusagen ganz am Anfang, unsere ersten APIs sind dann noch ziemlich, aus uns heraus und sehr aus dem sozusagen Banking kommend gedacht worden, aber sehr schnell ist dann klar geworden, wir müssen schon den Endkunden sehr verstehen, auch wenn wir in dieser zweiten Reihe quasi sitzen und da hat sich vieles darauf in die Richtung entwickelt. Und sag mal, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja genau das. Ne? Also du musst eigentlich, obwohl du sagst, du bist Commodity-Infrastruktur und deine Partner machen eigentlich das Endkundenprodukt, musst du das eigentlich mitdenken. Ärgerst du dich manchmal darüber, wie schlecht deine Partner etwas umsetzen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich freue mich in der Breite wie viele Varianten von dem, was ich natürlich hinten raus sehr, sehr genau kenne und sehr genau verstehe, ich dann vorne raus sehen kann. Und was man daraus alles macht. Bist du manchmal überrascht darüber, was sie sich einfallen lassen? Ja, ich bin ernsthaft manchmal überrascht und denke, dass sie das echt cool umgesetzt haben an vielen Stellen, weil ich das ja auch, ich sage mal, bin bei uns für die Produkte verantwortlich. Ich kenne ja im Zweifel auch gar nicht mehr jeden einzelnen Partner im Detail, weil die Partnerimplementierung machen eben unsere Partnermanagement-Kollegen und so weiter. Von daher bin ich dann oft auch gar nicht in den allerersten Testphasen mit drin. Das kann ich auch bei den vielen Partnern im Zweifel gar nicht mehr leisten. Aber insofern dann oft überrascht, wenn ich dann irgendwann doch mal ein Konto aufmache oder was auch immer das Produkt ist, kann ja auch ein Kredit oder ein Zahlungsprozess sein, den wir enablen und freue mich dann darüber, wie gut diese Sachen entstanden sind, wo wir natürlich auch unseren Partnern immer zur Seite stehen und ein bisschen mehr oder weniger sozusagen eigenen Input geben. Manche Partner kommen ja auch mit sehr viel sozusagen Branchenwissen, andere kommen mit ein bisschen weniger Branchenwissen. Da tragen wir ein bisschen mehr zu bei, um Ihnen zu erklären, wie auch Banking in, sag mal, Zentraleuropa, als jetzt vielleicht heute Kernmärkte, dann auch funktioniert. Jetzt hast du gesagt, ihr macht eigentlich Commodity für eure Partner und eure Partner haben das Endkundenprodukt und trotzdem habt ihr gerade eine Funding-Runde gemacht und seid gewachsen und wächst über Partner. Wie kannst du selber euer Business treiben? Wie kannst du selber euren Wachstum treiben? Weil du bist ja nun mal ein Venture Capital finanziertes Unternehmen und deine Investoren wollen ja eine Wachstumsstory sehen und du kannst ja schlecht immer sagen, ey, die da hinten, die da unser Produkt, die auf unser Produkt gebaut haben, wachsen aber nicht und jetzt bin ich ein bisschen hilflos. Wie könnt ihr das selber treiben? Die Antwort ist sehr einfach, durch ein perfektes Produkt. Also der Markt ist da. Ohne Frage. Banking as a Service wird gebraucht. Das sieht man auch an den Wettbewerbern, die hier und da aus dem Boden poppen. Also das ohne Frage. Insofern ist, wenn wir es schaffen, das perfekte Produkt hinzustellen, dann können wir auch sozusagen Wachstum damit treiben, weil wir neue Partner gewinnen, bestehende Partner wachsen. Und das Schöne ist ja, wir sogar ein Portfolio von Partnern haben. Ne? Die wachsen auch immer mal verschieden schnell. Heute ist der eine mehr, morgen ist der andere wieder mehr. In Summe
das Wachstum kommt bei uns irgendwie immer an, egal welcher Partner gerade sozusagen mit Marketingkampagnen sein Wachstum fördert oder auch nicht. Wir wachsen in der Breite über viele Partner, über neue Partner, über jetzt in der nächsten Zeit verstärkt Geo-Expansion, also sagen wir Europa erschließen. Wir sind ja momentan schon in Deutschland, wir sind gepassportet in mehrere europäische Länder. Trotzdem haben wir das beliebte und leidige Thema IBAN-Diskriminierung in Europa. Ihr habt gerade beim letzten Podcast darüber gesprochen, du und Jochen. Und das werden wir lösen, indem wir doch in einigen zentraleuropäischen Märkten auch mit lokalen IBANs an den Start gehen werden. Und damit, dann kommen wir aus der Geo-Expansion und werden dann auch ein bisschen lokaler und für lokale Player in den Hauptmärkten, Frankreich zum Beispiel ist sicherlich einer der Märkte, werden wir dann auch relevant. Okay. Und ist das so, du kennst dich ja auch nicht nur in der Banking-Welt aus, du kennst dich auch in der Payment-Welt aus. Kann man das eigentlich ein bisschen vergleichen mit einem Acquirer-PSP aus der Payment-Welt, was du tust? Was ihr tut. Also ich sage jetzt immer du und du weißt, was ich meine, ne? Genau, du meinst immer uns und das ist gut so. Das sehe ich auch immer als großes und starkes Team. Also ich würde es schon ein bisschen differenzieren, weil Payment, diese ganze Payment-Welt, die basiert immer auf Flow und dünnen Margen rund um fließendes Geld. Wir haben doch an ganz vielen Stellen das Konto als Anker dazwischen. Und ein Konto ist dann sozusagen mehr sticky. Irgendwo muss das Geld, klar, Payment braucht immer zwei Konten. Eins von wo es kommt, eins wohin es geht. Und deswegen Ich hatte eher so das Abhängigkeit von Partnern im Kopf und wie du Wachstum generierst, ne? Weil im E-Commerce bist du ja als Acquirer und als PSP eigentlich auch von deinem Händler und von dem, wie gut es integriert ist, abhängig. In dem Sinne sind wir dann am Ende ein As-a-Service-Business. Ne? Also wie jedes As-a-Service-Business, da geht es immer darum, dass sie sozusagen neue Partner finden, die dieses As-a-Service-Produkt nutzen. Und also sehen wir uns und genauso versuchen wir es auch auszurichten, dass wir ein attraktives und gut bepreistes und hocheffizientes und gut funktionierendes, qualitativ fragloses sozusagen As-a-Service-Produkt sind. Wie monetarisierst du das? Vielfältig. Jena kommt sehr stark an. Wir haben ja eine ganze Menge Produkte. Das ist ja auch was uns vielleicht ein bisschen austritt, dass wir eine ganze Breite an Produkten anbieten. Und die haben letztendlich alle andere Preistreiber. Sicherlich ist sozusagen Konto im Mittelpunkt, also sozusagen Preis pro Konto, Preise für Zahlungen, Preise für KYC-Prozesse, Preise für sonstige drumherum Prozesse, Zinsen, da wo es um Kreditgeschäft geht. Das ist also ein vielfältiger Income-Stream, den wir da erzeugen aus verschiedensten Preiskomponenten, die der am Ende dann doch auch Komplexität des Geschäfts gerecht werden und vielleicht versuchen auch dann sozusagen anreizkompatibles System aufzubauen zwischen unseren Partnern und uns, dass wir sozusagen mit den gleichen Incentives ausgerüstet sind, die richtigen Dinge tun oder auch nicht. Da sind wir beim Thema Wachstum, ne? Also so kannst du natürlich auch das ein Stück weit Wachstum auch beeinflussen, ne? Genau, richtig. Dass ich mir zum Beispiel die richtigen Kunden rein oder zum Beispiel Prozesse, die hinten raus viel Arbeit machen, auch bepreise. Ja, zum Beispiel Compliance, ne, ist ein wichtiges Thema. Da haben wir sozusagen, gucken wir extrem genau drauf, dass wir nicht der sind, wo sozusagen die Fraudster dieser Welt den Eingang finden. Und wenn du das richtig bepreist, dann ist die Incentives gleich zwischen unseren Partnern und uns, dass wir nicht die falschen Kunden attrahieren. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, weil natürlich ist für uns, wir sind eben Bank und das unterscheidet uns dann doch auch von vielen, die sich in dem Marktwettbewerber vielleicht auch nennen würden. Wir sind eben Vollbank und damit sind wir voll verantwortlich für die Geschäfte, die wir hier tun. Und damit ist Compliance bei uns sehr oft im Mittelpunkt des Handelns im positiven Sinne. Wenn ihr über das Thema Betrieb sprecht und also das fließt ja alles immer so miteinander in so einem As-a-Service und Compliance und alles all dergleichen, wo hostet ihr eure ganzen Sachen? Wir migrieren gerade alles zu Amazon. Okay. Amazon Web Services, wir sind jetzt ungefähr bei, glaube ich, 60% unserer Services laufen schon auf Amazon. Wer uns genau beobachtet, hat in den letzten Wochen sozusagen einige kleine Minuten Aussetzer gesehen. Das waren genau die Migrationen der größeren Datenbanken. Da kann man doch bei aller sozusagen Geschicklichkeit im Hosting sozusagen teilweise nicht jeden Aussetzer vermeiden. Also dann haben wir kleine Minuten Aussetzer gehabt, eben genau größere Datenbanken. Jetzt in AWS schon, Services laufen hinterher und in Summe wird das sozusagen die Zukunft sein, damit wir da auch die Verfügbarkeit unserer Systeme weiter hochschrauben können. Ja, wir waren bisher nicht die Skalierung sowieso. Skalierung, aber auch die Verfügbarkeit ist eben doch was anderes auf Amazon oder einem anderen, der sozusagen Public Cloud Anbieter versus vielen Private Cloud Anbietern. Wer ist dein größter Wettbewerber, wenn du darauf guckst? Also wen habt ihr, wenn du auf Deutschland und vielleicht auch auf Europa schaut? Also wir hatten ja kürzlich Banking as a Service auch mal hier im Podcast von den Kollegen von Wirecard.
die natürlich jetzt gerade, da hatte Roland kürzlich auch im Podcast bei den Kollegen von Finance Forward auch drüber gesprochen, ob ihr jetzt auf die Kunden von denen schielt, ob ihr was übernehmen wollt. Wen hast du sonst noch auf der Agenda, wenn du über Wettbewerb nachdenkst? Ja, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich bisher immer gesagt hatte, einer unserer relevantesten Wettbewerber, insbesondere im Kartenbereich, ist sicherlich Wirecard, dass die Wettbewerberlandschaft ist sonst eigentlich relativ überschaubar und man muss immer sehr präzise differenzieren, was denn die einzelnen sozusagen Anbieter anbieten. Also es gibt auf jeden Fall in Europa einige Namen, die auch Banking as a Service in unserem Sinne anbieten. Es werden aber auch oft Namen genannt, wo Leute vermuten, ist das nicht ein Wettbewerber, sind die nicht richtig gut? Mag alles sein, ist völlig ohne Wertung, mal ein paar Namen in den Raum zu schmeißen. Railsbank, Bankable, Tresor, Contis, Marqeta. Vielleicht sogar Sutra. Aber am Ende, frag mal danach, wie viele von denen wirklich eine Bank sind. Die meisten sind eben nur Tech. Und wahrscheinlich auch sehr gutes Tech, mag alles sein, ist aber eine andere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind eben die, die selber keine Lizenz haben und die eine Vollbank dahinter brauchen, die diese am Ende ja schon sehr stark Tech-Services anbieten. Und deswegen sind die echten Wettbewerber nach Wirecard, glaube ich, kann man das sagen, mit gewissem Abstand, kommt da erstmal nichts, was jetzt sozusagen in der Breite unserer Produkte und auch in der Wahrnehmung am Markt, der Anzahl der Partner, wir haben inzwischen ungefähr 80 Partner draußen, ja einige sehr bekannt, einige aber auch sehr sozusagen im Hintergrund, wo man die Namen gar nicht so kennt, aber es ist eine sehr breite Anzahl und da, glaube ich, können wir durchaus behaupten, dass wir momentan da, und das werden, wollen wir auch bleiben, europäischer Marktführer sind in dem Bereich. Okay, wow. Also sonst gibt es wirklich so keinen, wo du sagst, der ist so in Europa oder in UK möglicherweise, gibt es keinen, den du vergleichbar empfindest? Wir empfinden keinen sozusagen in der Breite mit dieser Anzahl an Produkten. Ja, wir kommen ja wirklich vom KYC über das Konto, was sozusagen Full Account, Light Account, bis in das Digital Assets, in den Digital Assets Bereich rein, mit unserer neuen Tochterfirma da und Lending in allen seinen Ausprägungen, natürlich ein Fokus auf Konsumenten, aber auch ein bisschen SME-Lending. Und in der Breite gibt es meiner Meinung nach keinen. Okay, die BIW gibt es gar nicht mehr, ne? Die war mal irgendwann ein bisschen Wettbewerber am Anfang, ne? Die BIW-Bank so und sowas, ne? Präsent nimmt man die nicht mehr wahr, ne? Die steckten am Anfang hinter Savedo irgendwie oder so, aber das war ja auch, das war sehr schlank, das war irgendwie nur ein Konto, da passiert nicht so richtig viel. Ich meine, so in UK, zum Beispiel Starling fängt jetzt an, in diese Richtung zu gehen, aber ja, genau, das ist Starling hätte ich auch noch gehabt. Auch ein schönes Beispiel und das da eine Fido hätte man auch nennen können bis vor einer gewissen Zeit. Das waren aber Banken, die zuallererst mal ein eigenes B2C Geschäft hatten oder auch noch haben. Und da ist dann das As-a-Service was mitläuft. Das machen wir dann auch. Aber das ist schon was anderes. Ob du sagst, du bist eigentlich erstmal eine Endkundenbank und machst dann auch As-a-Service oder so wie wir, die ganz konsequent sagen, wir sind B2B2X, wie wir das immer nennen. Also im Hintergrund von unserem Partner, wir werden den Endkunden nie direkt selber angehen. Wir werden nie ein direktes Endkundengeschäft haben, sondern immer nur über Partner. Und das ist etwas, was auch unsere, also eben auch unsere Partner dann doch auch schätzen, dass sie da keinerlei Angst haben müssen vor irgendwelchen Kundenabwerbeversuchen in the long run oder was auch immer passieren kann in schlechteren Zeiten. Andersrum, hast du Angst davor, dass die dir weglaufen? Die Partner weglaufen? Das ist eigentlich ein Anspruch, ne, würde ich sagen. Also wenn ich alles richtig mache, wenn wir alles richtig machen, dann laufen sie uns nicht weg. Weil wenn wir das Produkt perfekt halten oder sozusagen immer perfekter machen, dann gibt es keinen Grund für unsere Partner wegzulaufen. Weil am Ende ist... Also ja, weglaufen kann ja einmal sein, weil dein Service nicht gut ist. Das würde ich mal unterstellen, ist der einfach weiterhin. Aber möglicherweise, dass du irgendwann sagst, die Abhängigkeit zu den Kolleginnen und Kollegen da in Berlin ist mir zu groß. Und wir haben das ja bei N26 mal ganz am Anfang gesehen, die dann, glaube ich, nach einem Jahr, anderthalb oder sowas, glaube ich, damals weggegangen sind von der Wirecard. Und da würde ich jetzt einfach mal nicht unterstellen, dass Wirecard da alles falsch gemacht hat, sondern dass die einfach sich überlegt haben aus strategischer Hinsicht, Bank bin ich oder Bank bin ich noch nicht, aber Banking mache ich, Bank will ich aber irgendwie sein und irgendwas ist ein strategisches Ziel, vielleicht das irgendwie selber zu haben. Glaubst du, dass es irgendwann so ein Tipping Point in einer Wachstumsphase gibt, wo man einfach automatisch darüber nachdenkt, als dein Kunde? Klar, die Diskussion, die haben wir natürlich immer auch mal wieder intern sozusagen, ob das passieren kann oder nicht. Und natürlich gibt es Punkte, wo Partner eine Größe erreichen, wo sie sagen, hey, wir möchten was auch immer für ein Geschäftsprodukt abbilden, was die Solaris Bank in der Form nicht abbilden möchte, weil das ist für uns immer die Frage, könnten wir alles, aber darum geht es eben nicht. Wir wollen effizient bleiben in unseren Kernprodukten und von daher kann es sein, wenn sich irgendeiner unserer Partner in eine bestimmte Richtung entwickelt, sagt, ich will jetzt in diesem Bereich
was Neues, Großes oder Besonderes machen, dass wir dann nicht mitgehen können. Aber im Kern ist der Anspruch, dass wir in den Produkten, die wir anbieten, alle Varianten, die man als Bank anbieten muss, mit anbieten. Und die Partner können ja immer, und das siehst du ja auch bei verschiedenen Beispielen am Markt, sich sozusagen Leistungen dazu kaufen, die wir heute nicht so machen. Ich will mal ein kleines Beispiel nennen. Penta arbeitet inzwischen noch selber mit TransferWise zusammen und ermöglicht ihren Kunden, mit TransferWise eben Auslandsüberweisungen zu machen. Ja, das ist was, da müssen wir nicht dazwischen stehen. Und das ist ein Geschäft, was eben jetzt in unserer Partner-Range ist es eigentlich nur Penta, wo das eine relevante Größe hat, das Geschäft. Ergo haben die das so gelöst. Also müssen wir es nicht mitlösen oder werden es vielleicht irgendwann auch lösen, aber per heute haben sie einen Weg gefunden, wie sie es anders lösen. Oder Trade Republic, ne, wir haben gerade schon darüber gesprochen, schon vor einigen Jahren angefangen und eben eine eigene Lizenz für den Wertpapierhandel sich geholt. Hat ein bisschen Zeit gedauert. Trotzdem liegen die Euro-Konten bei uns. Und somit ist es eine Kombination von Wertpapiergeschäft, also unter eigener Lizenz, auch mit einem großen Provider im Hintergrund und uns eben für diesen vergleichsweise kleinen Teil der Euro-Konten der Endkunden. Du hast gerade schon gesagt, also euer Schwerpunkt ist heute das Konto und die Karte und Lending und KYC. KYC auch immer ganz bewusst auch mitgesagt, weil KYC ja scheinbar wirklich auch echt ein, ich meine, ich weiß das ja mittlerweile selber und wusste es eigentlich auch schon vorher, echt ein Painpoint ist. Ne? Und ihr habt dann, glaube ich, vor einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, auch mal so eine Kooperation mit Otto, glaube ich, bekannt gegeben. Was macht ihr da so besonders und was macht euch da aus im KYC? Also immer differenzieren zwischen Consumer KYC und Business KYC. Also Consumer kennen wir alle, ist in Deutschland Videoident und das ist auch momentan so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ganz kurzfristig ändern. Aber auch Data ist auch super. Ja, genau. Und da ist es aber auch sozusagen, muss man schon effizient managen, die richtigen Provider im Hintergrund haben und einen guten Prozess anbieten. Für unsere Partner eben einfach einen API-Endpunkt bei uns, wo das alles mit drin ist. Business KYC ist ein bisschen komplexer. Da geht es eben darum, verschiedene Informationsquellen zusammenzuholen, um die Firma, den wirtschaftlich Berechtigten der Firma und die Geschäftsführer der Firma zu identifizieren mit verschiedenen Methoden auf verschiedenen Leveln. Und da steckt bei uns eine Menge Intelligenz drin, weil da haben wir uns eben, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, sozusagen vom Kunden kommen. Wie mache ich es dem Kunden möglichst einfach? Die richtigen Datenquellen im Hintergrund gesucht, über die wir eigentlich die Informationen anreichern können und von den Endkunden nur noch einer minimalen Anzahl von Informationen, vor allem in einer klassischen Bank, bekommst du typischerweise als neuer Geschäftskunde am Anfang oder als Firmenkunde ein langes Formular über mehrere Seiten, das du dann ausfüllst und wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Datenfelder ablieferst, mal so als Grundlage, nur fürs KYC. Und wir fragen, glaube ich, nach 5 Datenfeldern. Und den Rest suchen wir uns dann zusammen aus verschiedenen Quellen. Und das ist der Smart und das haben wir sehr effizient aufgebaut. Und deswegen sind wir da inzwischen gut positioniert, auch über unsere eigenen Partner hinaus, eben haben wir Partner rein fürs KYC, Otto hast du schon genannt, sind einer und da kommen weitere, da kommen auch, haben wir heute schon Banken, da kommen weitere Banken dazu, da kommen auch Global Corporates dieses Jahr noch dazu, da kommen wirklich noch viele Firmen dazu, die eben einen Bedarf haben, aus irgendeinem Grund einen Business-KYC-Prozess durchzuführen. Aber das ist wirklich ein eigenes Produkt, was du auch als As-a-Service anbietest und ganz bewusst sagst, diesen Business-KYC vor allen Dingen, habe ich verstanden, weil Retail oder Consumer-KYC kann mittlerweile fast jeder, aber Business-KYC ist so komplex und ich habe das gerade so ein bisschen mitbekommen im Rahmen von Corona, wo wir natürlich als Bank dann auch eine ganze Menge an Kunden nochmal KYCen mussten. Und wo es ja dann auch von Seiten der Schufa auch einen neuen Service gab. Ja. Was nutzt ihr? Also ihr habt wahrscheinlich verschiedenste Provider dahinter, ne? Verschiedene Provider dahinter und wir wären da in diesem Fall ein hervorragender Provider für die Deutsche Bank gewesen, hätten es aus einer Hand gelöst. Ja, wir hätten sozusagen einen API-Endpunkt bei uns angesteuert und wir hätten euch diesen ganzen Provider Krams im Hintergrund sozusagen hätten wir euch gelöst. Und so sind wir eben heute schon auch für andere Banken da ein Dienstleister, der das sehr effizient und schnell macht. Ihr macht das nicht für die Volksbank, ne? Für die Volksbank wir machen Berlin, das für einige, genau. Wir machen das für einige Volksbanken in einem speziellen Segment, also nicht für jeden Kunden, sondern in einem digitalen Produkt, was die über ihre Webseiten anbieten. Wir werden das aber auch in der Zukunft. Also bei Otto ist es eigentlich auch die Hanseatic-Bank dahinter, ne, für die wir das letztendlich tun, weil Hanseatic ist die Hausbank von Otto. Und da kommen aber weitere Banken gerade dazu, die tatsächlich bei uns sozusagen selektiv nur den Business-KYC-Prozess einkaufen. Cool, also hast du das, wenn du zurückdenkst, vor 5 Jahren als Produkt gesehen? Witzigerweise, also wir haben das ganz am Anfang, das weiß ich, in meinen ersten Tagen und Wochen, eines meiner ersten Themen, wie kann man denn den Business oder wie kann man das KYC resellable machen irgendwann? Ja, das war so dann die große Frage. Und da also hast du es gesehen? Wir haben das sozusagen gesehen und dann am Ende doch am Anfang doch sagen müssen, na,
sind ja noch relativ klein, lass uns mal langsam anfangen. Erstmal für uns selbst hier sortieren, erstmal für unsere eigenen Kunden das effizient machen und dann, je besser das wurde, immer wieder die Nachfrage von außen, ja gut, das ist ein Produkt, was wirklich sich neben unserem eigenen, am Ende ist es unser eigener Prozess für unsere eigenen Kunden, auch verkaufbar ist an Dritte und eben nach vorne raus spannende Potenziale bietet, weil wir das eben als Bank machen und damit das KYC auch speichern dürfen. Das unterscheidet uns eben auch von sozusagen technischen Anbietern, die es da draußen im Markt gibt, dürfen das eben nicht speichern. Wir dürfen laut GWG, wenn das Kunden sind, die Daten auch speichern und wiederverwenden und damit entsteht da auch vorne raus Potenzial. Du darfst sie speichern und wiederverwenden als Solaris oder als Auftragsdatenverarbeitung für eine Bank? Nee, aber wir dürfen es als Solaris Bank, weil wir Solaris Bank sind. Ne? Also wir dürfen es. Werden die Businesskunden bei der Solaris Bank ongeboardet oder Wenn es unsere Kunden, also genau, für unsere Kunden. Wenn wir nur machen für eine andere Bank, dann ist es im Zweifel in deren sind die verpflichteter gemäß GWG. Jetzt werden wir hier sehr GWG-nerdig, aber es unsere Kunden sind, da können wir es wieder. Okay, alles klar. Verstanden. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Partner gesprochen, aber wir haben nur so ein paar kurz hochgeworfen. Wir haben über Penta gesprochen, wir haben über Otto gesprochen, über die Volksbanken, die, glaube ich, auch Gesellschafter sind, ne? Irgendwie mittlerweile. Bei Marco im Cap Table ist, glaube ich, jetzt die Berliner Volksbank mit drin. Okay, das weiß ich. Ja, doch, stimmt. Das habe ich auch gelesen. Nee, stimmt. Wer ist denn dein größter Partner? Das kann man so gar nicht sagen. Wir hatten mehrere. Der Beste. Alle unsere Partner sind super und alle, ich habe vorhin schon, alle unsere Partner wachsen phasenweise sozusagen verschieden stark. Kommt immer darauf an, was sozusagen gerade das Thema ist, wer gerade wie viel investiert. Und ich glaube, wenn wir auf uns, auf unsere Kunden gucken, was sie natürlich sehr, sehr regelmäßig, wöchentlich, alle zwei Wochen tun, dann kann man am Ende sagen, dass das die Top 15, Top 20 Partner sozusagen alle in ähnlichen Größenordnungen spielen, sondern mit schwankenden Anteilen. Natürlich gibt es die Top 2, 3, die ich dir jetzt nicht hier aufzählen werde, aber letztendlich haben wir es eher so 15 bis 20, die einen relevanten Beitrag zur GNV jedes einzelnen Monats liefern. Und das ist was uns eigentlich auch sehr gut gefällt, dass wir da so eine Differenzierung haben und offenbar unsere Produkte so gut sind, dass sie in verschiedensten Kontexten gut funktionieren. Macht ihr einen Austausch unter euren Partnern? Holt ihr die zusammen? Also, dass die sich selber bei euch austauschen können, weil das ist ja wahrscheinlich super hilfreich, dass die einfach untereinander lernen. Also wenn sie nicht im Wettbewerb stehen, ne? Genau. Nee, und Wettbewerb ist ja witzigerweise gar nicht so stark. Ne? Aber die haben die meisten haben sehr, sehr andere Zielgruppen. Also jetzt Penta, Tomorrow, Contest, das sind völlig andere Zielgruppen im Wesentlichen, die sich nicht so richtig viel überschneiden. Und das ist ja auch das Spannende, jetzt nochmal, bevor ich deine Frage beantworte, drei Schritte zurück, Contextual Banking. Was passiert denn eigentlich da draußen gerade? Banking wird zielgruppenspezifischer. Die Universalbank von früher, die eine Bank, die gibt es nicht mehr, die braucht der Kunde nicht mehr. Das ist wie auf unseren Smartphones. Ja? Vor 10 Jahren gab es genau eine E-Mail-App da draußen in der Welt. Heute sucht sich jeder die E-Mail-App, die für ihn am besten funktioniert, auf dem Smartphone-Betriebssystem, was für ihn am besten funktioniert. Und das ist eigentlich Contextual Banking mit Banking as a Service. Wir sind das Betriebssystem im Prinzip. Und da oben drauf bauen ganz viele, im Zweifel mehr oder weniger nischiges Banking, Payment, Lending-Angebot, was für bestimmte Zielgruppen sehr gut passt, für andere auch überhaupt nicht, aber es werden eben auch in einem As-a-Service-Markt kleine Zielgruppen attraktiver. Wenn ich dafür eine eigene Bank aufbauen muss, mit all den Lasten, die eine Bank auch mitzutragen hat, dann lohnt sich das möglicherweise nicht, für eine Zielgruppe von, was weiß ich, 500.000 Kunden in Deutschland eine Bank aufzubauen. Aber in einem As-a-Service-Modell, wo man eben sozusagen Pay-per-Use an uns macht, kann man auch mit kleinen Zielgruppen attraktiv Geld verdienen. Und das macht das eigentlich extrem spannend. Mhm. Und jetzt habe ich deine Frage, den roten Faden gerade verloren. Was war die eigentliche Frage? Ich weiß auch nicht mehr. Du hast mich gerade irgendwie auch abgehangen. Nein, aber wir waren bei den größten Partnern und wir waren bei den Beiräten sozusagen. Achso, wir haben darüber gesprochen, dann bringen wir die Partner zusammen. Und das haben wir letztendlich das letzte Jahr zum ersten Mal gemacht. Im Herbst hatten wir mal ein Partner-Event, wo wir alle unsere Partner eingeladen haben für einen Tag. Austausch, Vorstellung von Geschäftsmodellen, ein paar Präsentationen, was bei uns so anliegt an nächsten großen Produkten und so weiter. Und das war sehr, sehr, sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall wieder machen und regelmäßig machen, dass wir unsere Partner zusammenholen, weil wir haben natürlich schon in the long run da ein Ökosystem. Ne? Da haben verschiedene Partner verschiedenen Fokus, die sich möglicherweise gut ergänzen. Wo der eine sagt, hey, ich habe irgendwie ein Konto, der zweite sagt, ich habe einen Kredit, der dritte sagt, ich habe was auch immer, Wertpapierprodukt. Das ist ja das eine, aber das andere, was ich viel spannender finde, ist, dass du damit ja dann doch wiederum, also wir hatten ja vorhin, oder ich hatte ja vorhin die Frage nach deinem Wachstumspfad oder wie du Wachstum beeinflussen kannst, gefragt.
Und wenn du halt jemanden siehst, der halt ganz bestimmte Sachen irgendwie total gut macht, kannst du das ja im Grunde genommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein wirkt, kopieren und den anderen Partnern auch zur Verfügung stellen, ne? Und dass die einfach Learnings von einem anderen einfach auch für sich anwenden können. Also wir stellen Infrastruktur bereit, die kann das jeder nutzen. Wir sind da auch nicht exklusiv, ne? Wenn wir was bauen, ist es immer von mir aus als Produkt gedacht, was erstmal alle unsere Partner verwenden können. Auch wenn ich neue Dinge herausbringe, dann stelle ich die allen Partnern zur Verfügung, wer es haben möchte oder wer auch nicht. Insofern stehen da sozusagen von uns keine Präferenzen, dass wir Partner A etwas geben und Partner B nicht. Aber natürlich andersrum profitieren natürlich die Partner davon, wenn wir uns was Neues überlegen, vielleicht auch, weil Partner nachfragen, bei uns was Neues überlegen. Das ist ja schon in einem As-a-Service-Modell, B2B As-a-Service, was wir ja im Prinzip machen. Klar haben wir eine ganz klare eigene Roadmap, weil wir den Markt verstehen und daran glauben, was der Markt braucht. Und deswegen entwickeln wir Features, weil wir den Markt eben sehen. Zugleich hast du natürlich Nachfrage von Partnern und eben auch von den größeren Partnern, die bestimmte Dinge haben wollen. Und dann machen wir die natürlich auch möglich. Passt ja dann auch meistens zusammen mit dem, was wir sowieso auf den Roadmaps hatten irgendwo. Du wolltest ja jetzt nicht über die Größe deiner Partner sprechen und auch nicht darüber sprechen, wer dein liebster Partner ist, aber vielleicht frage ich dann doch nochmal, welches Produkt eines Partners dich am meisten überrascht hat? Also das ist wirklich immer wieder die Vielfältigkeit. Ich bin selber Nutzer verschiedener Produkte. Ich bin ein großer Fan von Trade Republic, die bisher als erster Partner diese Art von Peer-to-Peer-Handel anbieten, in dieser sehr sozusagen fokussierten Art und sehr schlank. Ich bin großer Fan von meinem Tomorrow-Konto, aber auch Vivid-Konto, aber auch Bitwala-Konto mit dem Krypto-Offering dazu. Business Konten habe ich leider nicht, ja. Bin auch kein Freelancer, also kein Kontist-Konto oder kein Penta-Konto sozusagen im privaten Umfeld gebrauchen. Aber, und bei Kontist muss man sagen, habt ihr heute das erste Mal auch einen Konsumentenkredit, einen Dispo, ne, eingeführt? Dispo Overdraft, genau, ja. Das war jetzt ein längerer Weg, länger drüber gesprochen. Und jetzt ist es endlich da, genau, das ist jetzt Kontist und dann auch künftig weitere Partner ihren Kunden den Beziehungskredit anbieten können, genau. Das wäre ja auch eigentlich ein ganz schönes Feature für die Kollegen von Trade Republic, ne? Also, dass du dort nicht immer auf dein Prepaid-Guthaben zugreifen musst, ne? Der hat dann nochmal ein, zwei Komplexitäten mehr, wenn du sozusagen fast schon Effekten kreditmäßig sozusagen, aber ja. Schon klar, aber wenn du halt ein Depot da liegen hast, hast du ja eigentlich auch eine wunderbare Sicherheit, ne? Also, das ist ja. Ne? Das kannst du in ganz viele Richtungen denken. Da kannst du auch über Kryptos nachdenken, ne? Denk an. Das ist auch eine Sicherheit möglicherweise. Das wirft natürlich weitere Fragen auf. Aber klar, prinzipiell ist die technische Basis ja sozusagen vergleichsweise einfach. Einfach nur ein Konto mit einem Limit, was eben etwas schwieriger ist, das Scoring. Und die Frage, wie scoret man oder wie besichert man eben bestimmte Kredite? Und da gehen wir jetzt rein nach und nach und machen den Overdraft möglich für alle unsere Kundensegmente. Jetzt bist du ja kürzlich selber mal irgendwann umgestiegen von Apple auf Android, von Apple auf Android, ne? Ist es deshalb so, dass ihr immer noch kein Apple Pay könnt? Also können, du weißt ja, wenn man Tokenisierung von Karten kann, dann kann man das ja prinzipiell. Also Google Pay können wir ja schon und zu Apple Pay kann ich jetzt nichts sagen. Okay, aber wenn wir trotzdem mal über Features sprechen, weil du ja gesagt hast, Commodity-Infrastruktur, trotzdem wirst du dir ja immer wieder auch mal Gedanken machen, haben wir ja gerade schon ein paar Mal gesagt, über neue Features. Und du hast mir vorhin schon im Vorgespräch so angedeutet, dass du über bestimmte Dinge, die Jochen immer so fordert, auch was sagen könntest. Wann kommen denn Jochens Nein, Lieblingsfeature? Nein, ich bin da nur drauf, wenn du stolperst in eurem Podcast, den habe ich gestern im Auto gehört, auf Rückreise aus meinem Urlaub. Und da hatte Jochen gesagt, er findet ja so Unterkonten, virtuelle IBANs ganz toll, wo er eben Zahlungsverkehr auf mehrere Konten splitten kann. Und da muss ich sagen, das haben wir alles schon. Also Multikonten oder Unterkonten-Setup sehen wir heute schon bei unseren Partnern in Produktion. Penta bietet zum Beispiel mehrere Konten an. Ich sage bewusst mehrere Konten, weil eben alles SEPA-fähige Konten sind. Aber wir haben eben auch Partner mit sozusagen Unterkonten, die nicht SEPA-fähig sind. Da draußen, Tomorrow zum Beispiel, hat diese Pockets-Logik. Und insofern haben wir alle Varianten von Unterkonten, Mehrfachkonten mit oder ohne SEPA-Fähigkeit da. Und Partner nutzen das, wie das für sie Sinn macht. Und virtuelle IBANs war auch eines unserer ersten Produkte, dass wir ganz am Anfang auch noch ein bisschen mehr Zahlungsverkehrsthemen gemacht haben und auch heute noch zum Beispiel Trade Republic, ja, das sind letztendlich virtuelle IBANs, jedes Konto. Das ist sozusagen kein letztendlich volles Konto, ist kein Zahlungskonto, jetzt um mal wieder Gesetz oder rechtliche Begriffe in den Raum zu werfen, sondern es ist sehr beschränkt, nur von einem Referenzkonto bedienbar und de facto ist es eine virtuelle IBAN und dahinter ist dann ein Collection Account
Hey, Jochen will, glaube ich, die virtuellen IBANs für sich selber haben. Ne? Er möchte, glaube ich, selber so viele, wie er irgendwie nur kann, sozusagen schaffen. Oder andersrum würde er, glaube ich, gerne eine Alias da drauf packen, damit er halt auch die IBAN einfach einfacher wechseln kann, ne, beim Kontowechselservice. Das, genau, der Prozess war nochmal ein bisschen, das war nochmal so ein Subthema, das habe ich dann auch wahrgenommen müssen. Muss man sich nochmal fragen, wobei das auch wieder was ist, decoupled, da gehen wir jetzt auch gerade mit live in den nächsten Wochen so einem decoupled Debit Card Setup, wo wir sozusagen die Debit Card gegen das Hausbankkonto des Kunden bei irgendeiner Bank zetteln. Also wir glauben fest an Debit und haben, das ist natürlich einfach bei unseren Partnern, die eben Digital Banking Accounts bei uns anbieten, da zettelt die Debitcard gegen das Konto. Wir werden aber künftig eben auch Partner haben, wo es nicht darum geht, das Konto zu wechseln, sondern es geht darum, dass der Kunde sein Konto bei wo auch immer, Sparkasse, Deutsche Bank, wie auch immer, behält und wir zetteln sozusagen in der Pillarschrift gegen das Hausbankkonto. Und da ist es dann wirklich auch wieder vielleicht möglicherweise ein Use Case, der dem Jochen da entgegenkommen würde, um sein virtuelles Kontenkonstrukt abzubauen. Ja. Naja, das gab es früher alles schon mal bei der Advanced Bank, aber ist schon lange her. Ansonsten sind wir, wenn wir auf Features gucken, sind wir dieses Jahr sehr stark auch unterwegs in der weiteren Effizienzsteigerung, Automatisierung. Wir haben schon kurz über AWS gesprochen. Wir entwickeln uns deutlich weiter im Kernbanksystembereich. Wir haben da eigene Infrastruktur entwickelt in den letzten Jahren, auf die wir gerade nach und nach Dinge umziehen. Und wir machen eben viel für Automatisierung von Prozessen, weil am Ende, haben wir auch schon vorhin erwähnt, ist das Geschäftsmodell auch dann gut, wenn wir einen sehr günstigen Preis in the long run bieten können. Also müssen wir jeden erdenkbaren Prozess weitestgehend automatisiert haben. Und da stecken wir gerade dieses Jahr viel Fokus rein, weil wir dieses Jahr eben auch sozusagen zum ersten Mal in relevante Größenordnung wachsen, wo es jetzt auch Sinn macht, Dinge zu automatisieren, die man im Netz oder vor 2 Jahren noch manuell machen konnte, weil weniger Kunden, weniger Konten. Und heute machen wir wirklich jeden möglichen Prozess automatisiert und damit effizient. Und stabil für den Kunden und günstig für den Partner. Du hast gerade über AWS gesprochen, jetzt hast du gerade Kernbanksystem gesagt und viele Sachen selber entwickelt. Jetzt gab es ja gerade auch so ein paar Kernbanksystem-Hiccups in den letzten Wochen bei dem einen oder anderen Anbieter, wo wir auch den Deutschland-Geschäftsführer beide ganz gut kennen. Schönen Was Gruß. Habt ihr da gemacht? Genau, schöne Grüße, das ist im Urlaub gerade. Wir haben da im Wesentlichen selbst gebaut. Wir haben den inneren Kern selbst gebaut, weil wir gesagt haben, wir möchten uns da gar nicht in die Abhängigkeit von irgendwelchen Providern begeben, sondern wir möchten es selbst in der Hand haben, weil wir inzwischen eben auch sagen können, da sind wir ganz und gar Tech-Company. Die Dinge, die wir selbst gebaut haben, die können wir halt mit einer Höchstverfügbarkeit auch aufrechterhalten und die sind auch in the long run dann skalierbar. Und egal, mit wem du sprichst in dem Kernbanksystem Markt, das ist dann am Ende doch nicht so flexibel und doch nicht so skalierbar und auch vom Preis nicht so attraktiv, dass es für uns Sinn machen würde. Von daher sind wir da ganz, ganz Tech-Company-mäßig rangegangen, haben mit einer modernen Architektur, in der modernen Programmiersprache unseren eigenen inneren Kern von Core Banking gebaut und modular drumherum sozusagen verschiedene Provider binden wir gerade an, um eigentlich nachher auf europäischer Ebene Hauptbuch, Meldewesen abbilden zu können, Zahlungsverkehrsanbindung abbilden zu können und im inneren Kern ein eigenes System zu haben. Und wann verkaufst du das an Dritte? Tue ich heute schon jeden Tag Banking as a Service mit diesem System. Wenn du weißt, was ich meine. Wir gehen aktuell nicht in den Markt rein, dass wir verkaufen uns nur als Tech. Wir sind Banking as a Service mit Banklizenz und das ist auch unser USP und darauf haben wir den Fokus. Die Zuhörer konnten gerade nicht sehen, wie du darauf reagiert hast auf die Frage, aber das war so eine die Frage will ich gar nicht. Er musste trinken. Jetzt hast du gerade schon mal das Wort Europa gesagt oder Länder gesagt und Deutschland und IBAN-Diskriminierung gerade schon in den Mund genommen und eure größten Partner, die ich kenne, sind, glaube ich, auch bisher alle in Deutschland. Du hast aber durchaus gesagt, auch das Wachstum geht Richtung Europa. Was macht ihr in den nächsten Monaten? Also wo geht's hin? Genau, wir sind jetzt gerade sozusagen, jetzt eben das Funding war so ein bisschen Voraussetzung, weil wir jetzt dann auch schon noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da, du musst halt schon, sei es nun Cross-Border-Passporting oder doch auch mit lokaler Präsenz, wenn du die lokale IBAN haben willst, musst du eben eine Niederlassung in den Ländern haben, in irgendeiner Form. Und das gucken wir uns gerade nochmal ganz genau an, wie wir das genau machen, um da auch strategisch die richtigen Dinge zu tun. Über die Infrastruktur Payment, das weißt du, die ist ja durchaus auch komplex, angefangen von SEPA über SWIFT, Target 2, Instant,
dass dann lokal verschiedene Clearing- und Settlement-Mechanismen, die lokalen Clearinghäuser und so weiter, da musst du jetzt die richtigen Dinge machen. Das schauen wir uns gerade sehr genau an. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, die großen europäischen Volkswirtschaften, die werden wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten mit lokalen IBANs auch angehen. Und dann muss man gucken, wie weit das in die eher Peripherieländer Europas dann noch Sinn macht oder auch nicht, je nachdem, das muss sich am Ende ja auch rechnen irgendwie. Das gucken wir uns eben genau an, diese Business Cases dahinter. Musst du dafür lokal werden? Also musst du dafür auch lokal in die Länder gehen? Was glaubst du? Oder naja, ich glaube, also der Kern und der Tech-Standort wird erstmal in Berlin bleiben. Du musst eben teilweise lokal mindestens eine Präsenz haben, du musst eine Niederlassung haben, du musst teilweise dann eben lokale sozusagen Geschäftsleiter haben vor Ort, genau. Das und eine Adresse etc., weil du eben auch lokal Meldewesen machen musst, möglicherweise eine Bilanz lokal aufstellen musst. Das sind die Dinge, die dann klar sind. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du dann zum Beispiel auch ein Sales-Team vor Ort hast, weil wenn du jetzt den was auch immer französischen Markt angehen willst, ist das möglicherweise aus Paris aus einfacher als aus Berlin mit französischsprachigen Leuten, die dann auch da sitzen. Also da wird man dann immer wahrscheinlich ein kleines Büro aufbauen, sozusagen eher so Sales, vertrieblastig. Tech wird ziemlich sicher in Berlin bis auf Weiteres bleiben. Du hast gerade gesagt, jetzt hat ungefähr 300 Leute, 310 oder sowas, ja. Habe ich gesagt am Anfang, ja. Richtig gemerkt. Wie viele davon sind Banker? Spannende Frage. Also was uns immer wichtig ist, man kann ja schon sagen, ungefähr die Hälfte der Leute sind Product und Tech. Das ist so eigentlich immer so die Quote. Jetzt gerade ist es so knapp die Hälfte, aber die andere Hälfte sind eher so die klassischeren Bankfunktionen und immer auch, klar, Vertrieb, Partnermanagement und so weiter. Wichtig ist für uns, jeder ist Tech-minded. Jeder Techie hat aber auch ein Interesse ein bisschen an Banking. Ja, jemand, der sagt, Banking ist ihm völlig egal, der ist dann irgendwie auch veraltet bei uns. Also sie müssen schon beides vereinen, die Leute. Und sozusagen die vielleicht in Anführungszeichen Hardcore-Bankfunktionen, sowas wie Finance, Risk, Meldewesen, Compliance, das sind wahrscheinlich inzwischen auch über einen dicken Daumen, lass mich lügen, 50 Leute vielleicht oder sowas, die in den Funktionen stecken. Da siehst du eben auch, wie aufwendig es ist, eine Bank zu betreiben. Du willst da natürlich da musst du einfach 100% sauber sein. Willst du auch, da willst du dir keine, sehen wir jetzt gerade, ne? Wenn man nicht die richtigen Kontrollfunktionen hat, die dann auch merken, wenn das falsch läuft, willst du alles nicht. Also baust du da auch ordentlich auf, baust da auch sehr gute Leute auf, bist da echt stark, weil das am Ende auch dein Geschäft, auch wenn du mehr Tech als Bank bist, prägt. Ist es schwer, die Leute zu bekommen, also die Banker zu bekommen? Aus den klassischen Banken musst du sie ja eher irgendwie rekrutieren. Genau, ich glaube, nee, das ist gar nicht so schwer, weil das weißt du ja auch, schon viel die Banken in Summe über die letzten Jahre erstmal abgebaut haben, prinzipiell Leute, die sozusagen in die Zukunft gestalten wollen, doch eher sich immer so in diesem Fin- und Tech-Bereich umgeschaut haben. Und von daher findest du eigentlich auf allen Ebenen, in allen Funktionen die Leute, was nicht heißt, dass wir jetzt jede Rolle immer so direkt closen und vielleicht wird dann für die Hardcore-Banker manchmal Frankfurt noch ein bisschen schöner als Berlin. aber in Summe haben wir kein Problem, alle Arten von Rollen zu füllen mit den richtigen Leuten. Okay, das klingt doch gut. So, was haben wir denn bisher noch nicht gesagt über die Solaris Bank? Oder was müssen wir noch sagen? Was haben wir bisher verpasst? Wir haben über Partner gesprochen, haben über Technik gesprochen, über eure Menschen gesprochen, über eure Expansion gesprochen, über eure Historie gesprochen. Du willst nicht über eure Kunden im Detail sprechen, im Sinne von, wer dein Lieblingskunde, der überraschendste und größte ist. Was haben wir vergessen? Ich finde, wir haben schon einen ganz guten Parforce-Ritt durch die Gemeinde hier gemacht und Solaris Bank aus verschiedenen Perspektiven und darüber hinaus auch den Markt. Was ist Banking as a Service? Warum braucht es das? Wie macht das Sinn? Ganz schön betrachtet. Und ich von meiner Seite aus, ich freue mich auf die vielen weiteren Partner, die da kommen werden in der Zukunft und die auch wieder beweisen, dass es Banking as a Service braucht. Und dass die Solaris Bank da der führende Anbieter ist mit hoffentlich immer auf perfekten Produkten, die die Anforderungen unserer Partner erfüllen. Ja, wir müssten wahrscheinlich mal gucken, wie viele eurer Partner wir schon im Podcast hatten. Wahrscheinlich bist du gar nicht der einzige Solariser oder wie nennt ihr euch? Definitiv nicht. Das macht schon auch extrem viel Spaß, André. Ich meine, du verfolgst genau wie ich diese ganzen Fintech-Preise und was es auch alles da gibt. Und es gibt seit 2 Jahren gibt es keine Top-10-Liste Fintech, wo nicht mindestens 3, 4 unserer Partner drin stecken. Also manchmal auch noch wir selber, aber einfach auch sehr oft verschiedenste unserer Partner. Und das macht mir eigentlich dann wirklich ganz großen Spaß, dass ich sehe, naja, das, was wir hier tun, hat Relevanz, hat hohe Relevanz. Und egal, wer sich mit Fintech beschäftigt und auch darüber hinausgehen, es ist ja, ne, das, unser Zielkunden sind ja nicht mehr nur Fintech, das sind ja alle Arten von Unternehmen, auch inzwischen in den Big-Tech-Bereich, Corporates,
DAX-Unternehmen aller Art und eben auch Banken. Vielfach werden hier und da Preise abgeräumt, die man auch zu einem gewissen Grad auf uns zurückführen kann. Darüber freuen wir uns und die stehen bei uns im Eingangsbereich auf so einer schönen Orangen. Und du kennst unser Orange, unsere Farbe. Da haben wir so eine Kommode und da stehen einige unserer Preise, die wir, aber auch unsere Partner abgeräumt haben in den letzten Jahren. Aber das ist doch auch eigentlich ganz cool, wenn wir uns gerade angucken. Der deutsche Bankenmarkt ist ja jetzt gerade im europäischen und weltweiten Vergleich jetzt in den letzten Jahren irgendwie ziemlich unter die Räder gekommen, muss man da ganz ehrlich sagen. Und die letzten Wochen waren ja jetzt irgendwie auch nicht die besten. Dann ist es doch ganz schön, wenn man dem folgt, was du vorhin sagtest, dass jedenfalls der Marktführer für Banking, Bank as a Service aus Deutschland, aus Berlin kommt und vor allen Dingen der Bereich, der, wo wir glaube ich beide auch fest daran glauben, contextual bedeutet, auch ein Wachstumspfad ist. Ne? Also das ist echt toll. Also herzlichen Glückwunsch dann auch zu deinem Move damals dahin. Freut mich ja sehr, dass das irgendwie auch genau in die richtige Richtung gegangen ist. Wir drücken euch weiter die Daumen, dass es mit so vielen spannenden Partnern auch auf der Plattform weiterhin klappt. Du hast, glaube ich, gesagt 85 oder sowas habt ihr mittlerweile? Ja, ungefähr 80, ja. 80 Partner. Also ich weiß gar nicht, wie viele ich davon kenne, aber wahrscheinlich irgendwie in die gute Hälfte. Ich danke nochmal unseren Sponsoren heute, Wirecard und Scalable Capital, die diese Podcasts immer so schön möglich machen. Und Jörg, danke vor allen Dingen dir für deine Zeit in deinem Urlaub. Also du hast deine Urlaubszeit geopfert heute Abend, um über das Thema Banking as a Service mit mir zu sprechen. Danke dafür. Danke dir auch, André, für die Einladung und danke von mir auch nochmal allen 310 Leuten bei uns, die das möglich machen, dass wir jeden Tag diese Leistungen vollbringen können für unsere Partner. Das sind eben viele, ja, die das tun. Genau, sorry, ich habe immer, was ich ja vorhin schon mal sagte, immer gesagt, was machst du? Und du weißt, dass ich damit natürlich dich und deine Kolleginnen und Kollegen meinte und nicht dich persönlich. Ja. So, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.